Hi, mein Name ist Andreas von schlagzeug-lernen.de und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und dieses Video ist auch wieder ein Video bei einer Serie Groove of the Week. Und zwar müsste das Nummer 5 sein. Und ich habe hier auch wieder einen super Groove mitgebracht oder eigentlich eine Reihe an Grooves. Und zwar ein Groove aus dem Stück von Dendemann, Endlich nicht Schwimmer. Und zwar spielt da Felix Lehrmann Schlagzeug und Felix Lehrmann ist meiner Meinung nach wirklich eine Groove-Maschine. Und zwar habe ich das Ganze rausgehört aus einer Live-Aufnahme von, ich glaube, das war das Splash Festival. Ich verlinke unterhalb auch nochmal genau das Video, was ich da gesehen habe auf YouTube. Und das müsste ungefähr bei 1,53 sein, wo er genau anfängt, diese Grooves quasi zu spielen. Was mir besonders gut gefällt bei diesem Groove ist, dass er bei 2, 3 und 4 oder bei Groove 2, 3 und 4 die Best am nicht auf der 1 spielt. Das finde ich ziemlich cool, weil es ist nicht so häufig eigentlich bei Songs höre eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Aber im ersten Groove haben wir erstmal die Bassdrum auf der 1. Dann, ich spiele durchgehend erstmal Achtel auf der Hi-Hat. Dann habe ich auf der 2 meine Snare. Dann auf der 3 wieder eine Bassdrum. Und auf der 4 die Snare. Erstmal nichts Besonderes. Und jetzt kommt genau diese Bassdrum-Betonung, die eigentlich in jedem Groove gespielt wird jetzt hier. Und zwar auf der 4a eine Bassdrum und auf der 4e. Das heißt, genau zwischen meiner Hi-Hat. Weil ich habe ja Achtel auf der Hi-Hat, das heißt, ich spiele nur auf der 4 und eine Hi-Hat. Das heißt, am Ende habe ich quasi, wenn ich bei der 4 anfange, also 4, A und E, okay? Und das ist die Besonderheit hier. Das sind jetzt so Bassdrums, die man nicht so häufig hört, genau auf diesen 16-Zählzeiten. Ich spiele mal den ganzen Groove langsam vor. Wenn du später das Ganze wiederholst, hast du natürlich auf der 1 eben dieses Becken, von dem ich vorher gesprochen habe. Das kannst du jetzt erstmal, wenn du das isoliert übst, theoretisch weglassen. Das klingt dann so. Und das Zieltempo hier sind ungefähr 100 BPM, also schon relativ schnell. Ich spiele das Ganze mal ein bisschen schneller vor, damit du dir ungefähr vorstellen kannst, wie das am Ende klingen soll. Und so weiter. Das ist schon Groove Nummer 1 und wie gesagt, wenn du den Groove drauf hast, kannst du dieses ganze Stück eigentlich schon begleiten. Und diese 4a und 4e, wenn die gut funktionieren, das ist natürlich die Grundlage für die nächsten Grooves. Schauen wir uns direkt Groove Nummer 2 an. Und hier auch schon, wie bereits erwähnt, haben wir auf der 1 keine Bassdrum. Da musst du dich vielleicht erstmal umgewöhnen, das ist nämlich nicht so typisch. Und dann geht's erst, oder habe ich natürlich 1 und die 1 und die Hi-Hat. Und auf der 2 geht's mit der Snare weiter, okay. Und dann spielt er ab der 3 so eine Dreier-Bassdrum hintereinander. Und zwar auf der 3 eine Bassdrum, der 3a und auf der 3 und. Du hast quasi zwischen deinen Achtel auf der Hi-Hat hast du genau noch eine Bassdrum. Wenn du das auf 100 BPM spielst, ist das schon relativ schnell. Ich weiß jetzt nicht, ob überhaupt das 100 BPM waren, aber du hast mit dem Fuß natürlich schon relativ viel zu tun. Dann haben wir wieder auf der 4 die Snare und auf der 4a und der 4e die gewohnte Bassdrum, die wir auch schon in Groove 1 hatten. Das klingt dann komplett so. Und so weiter. Das war Groove Nummer 2. Okay. Dann kannst du natürlich Groove 1 und Groove 2 kombinieren als erste Übung sozusagen, bevor wir dann am Ende alle kombinieren. Das klingt dann so. Und dann schauen wir uns als nächstes Groove Nummer 3 an. Auch wieder richtig coole Idee, die da Felix Lehrmann da hatte. Und zwar spiele ich hier auf der 1 wieder keine Bassdrum und ab der 1 und spiele ich eine Bassdrum. Und auch auf der 1e. Und dann auf der 2 wieder die Snare. Das klingt dann so. Und dann ab der 2 und spielt er die Bassdrums komplett durch auf den Achteln bis zur Zählzeit Nummer 4, wo ich die Snare wieder spiele. Also 2 und die Bassdrum, 3 die Bassdrum und 3 und wieder eine Bassdrum. Und dann auf der 4 die Snare. Und dann, wie gehabt, 4a und 4e wieder eine Bassdrum. Komplett klingt es dann so. Jetzt kannst du natürlich wieder Groove 1, Groove 2 und Groove 3 kombinieren und das erstmal üben.
Und dann als nächstes schauen wir uns Groove 4 an. Bei Groove 4 habe ich wieder auf der 1 keine Bassdrum und fangen wir das Snare quasi an, also 1 und die Hi-Hat, 2 die Snare. Und dann habe ich meine nächste Bassdrum auf der 2E und dann direkt danach auf der 3 eine Snare. Also so klingt es isoliert. Das war quasi ab der 2E und auf der 3 landest du dann quasi mit der Snare. Und das gleiche Prinzip habe ich dann auf der 3E und auf der 4 wieder die Snare. Also genau das gleiche wieder, kurz vor der Snare eine Bassdrum sozusagen. Ich spiele es mal bis dahin vor. Und dann wie gehabt auf der 4A und der 4E eine Bassdrum. Aber jetzt Achtung, das ist das Ende quasi von meiner Groove-Reihe sozusagen. Und da habe ich auf der 4E keine, beziehungsweise da betone ich das Ganze mit einem Becken, also 4E sozusagen. Beende ich diesen Groove Nummer 4 mit einem Becken. Und dann auf der 1, Achtung, wenn ich das Ganze wiederhole, habe ich ja dann wieder eine Bassdrum und die spiele ich dann mit einem Becken. Ich spiele mir Groove 4 vor und werde direkt quasi den ersten Schlag auch mitspielen von Groove Nummer 1. Das klingt dann so. Und du hast gemerkt, ich spiele die linke Hand erstmal die 4E des Becken und dann die 1 quasi von dem neuen Groove spiele ich mit der rechten Hand. Ich habe natürlich 16, das heißt, es bietet sich wirklich an. Theoretisch kannst du auch mit beiden Händen spielen, wenn du schnell bist. Ich mache das Ganze mit links und rechts und ich glaube, in der Videoaufnahme oder in der Live-Version, die ich dir verlinkt habe, unterhalb in der Videobeschreibung, spielt ihr das auch mit beiden Händen. Okay? Wenn der Groove Nummer 4 auch funktioniert, kannst du natürlich jetzt anfangen, alles miteinander zu kombinieren und das zeige ich dir am Ende natürlich auch noch. Und natürlich ein bisschen schneller gespielt. Richtig coole Groove-Kombination und natürlich einiges zum Üben wieder dabei. Und ich hoffe, das hat dir gefallen, das Video. Übt es wirklich erst langsam natürlich und Groove Nummer 1. Wenn das funktioniert, hangelst du dich quasi weiter an Groove Nummer 2, 3 und 4. Du findest wieder unterhalb in der Videobeschreibung oder auch im ersten Kommentar einen Link zu den Noten zum kostenlosen Runterladen. Und natürlich auch in der Videobeschreibung einen Link zu der Live-Aufnahme. Da kannst du genau hören, wie das quasi live spielt und theoretisch direkt dazu trommeln. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, falls du es noch nicht gemacht hast und gerne auf meine Webseite schlagzeug-lernen.de vorbeischaust. Wenn du noch weiter solche Tutorials und da ein bisschen durch meine Homepage stöbern möchtest, schau auf alle Fälle auf meiner Webseite auch vorbei. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin natürlich viel Spaß und Erfolg!